ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal Einfach Yummy zu einem neuen leckeren Rezept. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Heute kochen wir eine Sahne-Tomatensoße. Ihr könnt euch eure Lieblingspasta dazu kochen. Ich verwende jetzt heute einfach Fusilli. Da bleibt die Soße am besten dran hängen. Die Lieblingspasta von meinem Sohn. Ja, und jetzt blende ich euch mal ein, welche Zutaten wir heute brauchen. Aber ihr wisst ja, ihr findet auch die ganze Info zum Rezept wieder unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr sehr gerne auch mal vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, lasst uns schon loslegen. Die Soße geht wirklich super einfach, super schnell. Und dafür brauchen wir jetzt 30 Gramm Tomaten in Öl, getrocknete Tomaten in Öl. Nicht abgetropft dieses Mal. Also schaut ruhig, dass da ein bisschen Öl mit in den Mixtopf kommt. Mit diesem Öl wird nämlich alles angedünstet. Es kommen nämlich noch zu den getrockneten Tomaten eine kleine Zwiebel oder ich habe mich jetzt für eine Schalotte entschieden. Ich habe sie einmal halbiert. Wer hat, kann seinen Miximizer einsetzen und das Ganze 3 Sekunden auf der Stufe 8 zerkleinern. So. Einmal den Miximizer abkratzen und ich zeige euch gleich mal, wie schön klein alles geworden ist. Schaut mal, so sieht es jetzt aus. Jetzt nochmal alles richtig schön vom Rand runterschieben, weil es jetzt angedünstet wird. Und zwar 3 Minuten lang. Bei 120 Grad auf der Stufe 1. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit hier auf dem Herd schon mal einen Topf mit Salzwasser aufgesetzt. Da kann ich nämlich dann gleich meine Pasta drin kochen. Die Soße geht nämlich so schnell. Also nicht wundern, falls ihr hier ein Geräusch hört. So, jetzt werden wir 500 Gramm Milch zu den getrockneten Tomaten und den Zwiebeln, beziehungsweise bei mir Schalotten. 500 Gramm Milch, wie gesagt, kommt dazu. Dann 200 Gramm Sahne, also ein ganzer Becher. 2 gehäufte Teelöffel Gewürzpaste für Gemüsebrühe, von meiner selber hergestellten natürlich. Teelöffel, dann brauchen wir 1 Teelöffel Salz, können wir aber nachher auch noch ein bisschen abschmecken. 1 Teelöffel Paprika edelsüß, 2 Prisen Zucker, 1/4 Teelöffel Pfeffer mache ich wie immer mit meiner Pfeffermühle, einfach jetzt so Pi mal Daumen. Wie gesagt, wir schmecken nachher einfach ab. Und ich habe mir hier noch so ein paar Blättchen Basilikum abgezupft und sie etwas klein geschnitten und die kommen jetzt auch schon mit dazu. Ihr könnt nachher aber auch nochmal frischen Basilikum drüber streuen. Zum Abbinden noch 20 Gramm Speisestärke. Einmal alles kurz vermischen, 5 Sekunden auf der Stufe 5 und dann anschließend 10 Minuten bei 90 Grad auf der Stufe 2 kochen. Ja, und jetzt ist auch gleich mein Pastawasser soweit und die Pasta kommt hinein und wird schön al dente gegart. So, für die Tomatensahnensoße fehlen jetzt natürlich noch die Tomaten. Deswegen kommen jetzt noch 500 Gramm Cherry-Tomaten halbiert dazu. Vorsichtig, nicht, dass es spritzt. Und die werden jetzt nochmal kurz mitgekocht. Je nach Größe und Reifegrad etwa 6 bis 8 Minuten. Ich mache meine jetzt mal 6 Minuten bei 90 Grad mit Linkslauf auf der Stufe 1. Und dann ist auch gleich meine Pasta soweit. Also das passt jetzt richtig perfekt. Also unbedingt noch fürs Endergebnis dranbleiben. Bis gleich. Ja, wie versprochen, kommt jetzt natürlich das Endergebnis.
Ich zeige euch gerade mal die herrliche Sahne-Tomatensoße. So schaut sie aus. Die wird jetzt natürlich noch abgeschmeckt. Jetzt kommt das Schönste. Oh. Ein Düftchen kommt mir hier schon entgegen. Wow. Boah, ist die lecker. Unglaublich. Ja, sahnig natürlich, tomatig. Ein Träumchen. Mir fehlt, ihr könnt es euch denken, ein Tick Salz. Also schmeckt es noch ab, dass es für euch passt. Der frische Basilikum da drin, das passt wirklich alles perfekt. Ist auch noch so ein schöner Augenschmaus. Jetzt ist richtig. Oh mein Gott, ist das lecker. Hier sind jetzt die fertigen Nüdelchen, die fertige Pasta. Da schöpfe ich natürlich gleich etwas und werde euch so einen schönen Teller machen, damit ihr seht, wie lecker das aussieht. So, noch ein bisschen Pasta. Ja, komm, da geht doch noch was. So, hier und jetzt natürlich von der traumhaften Tomatensahnesoße. Und jetzt schaut mal hier, die Tomatenhälften, sie sehen einfach nur köstlich aus. Manche sind so ein bisschen verkocht, manche sind noch ganz. Also ich finde es einfach genau richtig, einfach nur ein Augenschmaus, sage ich ja immer. Und ja, natürlich auch etwas für den Gaumen, ganz klar. Wie viel Soße brauchen wir? Ach komm, was soll der Geiz? Wir haben es doch. So, und dann könnt ihr noch ein bisschen Parmesan drüber streuen. Oh, Leute, Leute, schaut euch das an. Oh. So. Perfekt. Schaut euch das an. Das sieht doch unglaublich köstlich aus, oder? Also, ich kann es euch nur raten, probiert es unbedingt aus. Lasst mir dann gerne wieder euer Feedback in den Kommentaren da. Ich freue mich riesig, von euch zu hören. Vergesst nicht das Däumchen und das Abo, falls ihr weiter so viele leckere Rezepte mitbekommen wollt. Ja, und dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, guten Appetit und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Sandra.